Hallo, heute möchte ich euch eine Taka vorstellen. Es ist eine Flöte aus Peru oder Bolivien. Ich finde sie besonders schön, weil es eine echte Handarbeit aus einem Edelholz ist. Es ist nicht nur eine Handarbeit in dem Sinne, dass sie also dort geschnitzt wurde, sondern dass sie auch sehr schön bemalt wurde. Seit Jahrtausenden wird solch eine Flöte in verschiedenen Größen und ganz individuell bemalt, keine Taka gleich der anderen. Und sie wird bis heute von den Völkern, die dort leben, benutzt, bei Festen und bei besonderen Anlässen. Und sehr viele Spieler machen dann ein Konzert zu den Ritualtänzen oder was immer dort stattfindet. Sie hat auch 6 Grifflöcher, wie die irischen Pfeifen zum Beispiel. Diese irischen Flöten haben ja auch 6 Löcher. Und sie ist gar nicht so einfach zu spielen. Es heißt in der Literatur, man soll möglichst gar keine deutschen Volkslieder oder so etwas damit spielen. Aber nur damit ihr mal seht, was für Töne so dabei herauskommen, versuche ich mal etwas. Dieses Kinderlied kennt ihr sicher alle, aber ich denke, im Ursprung, oder das habe ich gehört, im Ursprung soll sie sogar bei Kämpfen bei den Inkas gegen vielleicht die eindringenden Spanier oder so oder untereinander eingesetzt worden sein, um den Gegner einzuschüchtern. Und wenn dann ganz viele Taka spielen und Trommeln dazu, dann könnte ich mir vorstellen, dass der Gegner auch eingeschüchtert wird. Und ich habe mal etwas komponiert, was so klingen könnte oder hätte klingen können damals. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht in die Flucht geschlagen, sondern ich hoffe, dass ihr vielleicht ein bisschen Interesse gefunden habt an diesem Thema und vielleicht auch den Mut, auch einmal irgendwelche Flöten zu spielen. Es gibt Flöten, die sind gar nicht so schwer zu erlernen. Ich habe es jedenfalls versucht, auch in dem Bewusstsein, dass ich niemals in meinem Alter perfekt werden kann, aber auf jeden Fall habe ich gemerkt, es macht sehr viel Spaß. Und diesen Spaß wünsche ich euch auch. Versucht es mal.